Ja, ein neues Projekt steht im Haus bei mir, ein neues Jump'n'Run. Nach dem Super Mario 64 Benedict kommt Spyro the Dragon, ja. Der lila Drache, vielleicht kennen einige von euch, vielleicht auch nicht. Wir wählen jetzt von der Memory Card aus, und zwar Memory Card 1. Ich habe hier schon einen Spielstand mal als Testweise gemacht. Wir machen ein neues Spiel und ihr lebt die Story von Spyro the Dragon. Im Land der Drachen. Geh, Action! Was? Oh, ah! Ein Drachenleben lang herrschte Frieden in unseren 5, oder sind es 6 Welten? Wir haben jetzt 12.000 Juwelen! Oder sind es 14.000? Was ist mit diesem Gnastignog? Wie ich höre, hat er eine Zauberformel, mit der er Edelsteine in Kämpfer für seine Sache verwandelt und arbeitet an weiteren Formeln. Das beantworte ich. Gnastignog ist eine einfache Kreatur. Einfach? Er ist in einer fernen Welt gefangen und stellt keine Gefahr für das Drachenreich dar. Keine Gefahr? Und außerdem ist er hässlich. Hässlich? Jetzt langt's! Sieht aus, als wartet Arbeit auf mich. Das Abenteuer beginnt. Ja, das war das kurze, minimale Intro, ja. Ganz, ganz kurz gehalten. Aber, ja, es verrät ja schon so einiges über das Spiel. Ich hoffe, da waren jetzt nicht so wirkliche Lecks drin. Was müssen wir denn eigentlich machen? Wir haben einen kleinen lila Drachen zu steuern, der sich nach links, nach rechts drehen kann. Der kann sprinten, der kann springen, wie auch ein Drache. Der kann fliegen und auch landen. Ist das nicht schön? Ja, ein stinknormaler lila Drache mit einer kleinen süßen Libelle an seiner Seite. Und ja, was ist unsere Aufgabe? Ja, natürlich Gnastignog zu besiegen zum einen. Und natürlich alle Drachen zu befreien. Und hier wartet auch gleich unser erster Drache, Nestor. Danke, dass du mich befreit hast. Rette 10 Drachen in dieser Welt. Der Ballonfahrer bringt dich dann in die nächste Welt. Was ist mit Gnastignog? Den will ich kriegen. Suche zuerst die Drachen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ja, eine ganz klare Aufgabe. Wir müssen jetzt 10 Drachen in dieser Welt hier befreien. Das ist sogenannte Oberwelt. Und dann gibt es dann noch so kleine Unterwelten, die dann so mit Toren gekennzeichnet ist. Und zwar, das sind dann solche Tore hier. Das sind dann quasi die Level. Und das hier ist die Overworld, die Oberwelt. Das sind solche Kisten, die entfalten ein Leben. Ich habe 5 Leben. Man fängt natürlich mit 4 an. Und warum leckt das manchmal so? Okay, keine Ahnung. Wundert mich eigentlich. Und ja, wir müssen Edelsteine sammeln. Juwelen wurde im Intro genannt. Es gibt 12.000 davon, hat er ja gesagt. Und ja, das bedeutet schön, schön viel für den kleinen Spyro the Dragon hier einzusammeln. Und ja, die roten, wie ihr schon seht, gibt einen. 1 Euro quasi. Die grünen geben 2 Euro. Die blauen geben 5 Euro. Die gelben oder auch goldenen, wie ihr wollt, geben 10 und die lilanen, die ganz seltenen, geben 25. Ja, warum lila? Ja, der 500 Euro ist wahrscheinlich auch lila, wenn man es ganz genau nimmt. Und ich würde sagen, wir schießen erstmal die Overworld ab, bevor wir uns in diese kleinen Welten begeben. Alter, Spyro. Okay, der nimmt das nur mit 25 FPS auf. Das ist also das Maximum, wie das Spiel abgelaufen ist früher. Ist nicht gerade viel. So, da habe ich einen liegen lassen. Das geht mal gar nicht. Das geht gar nicht. Ich glaube, wir brauchen jeden einzelnen Cent. Und er hat auch noch was von einem Ballonfahrer erzählt. Das ist der da hinten. Der uns dann in die nächste Overworld bringt, wenn wir 10 Drachen befreit haben. Ob ich da jetzt noch ein paar Edelsteine liegen lassen? Das ist ja immer das Problem. Hier lässt man gerne Edelsteine liegen. Und in jeder Welt gibt es natürlich auch unterschiedlich viele Drachen zu holen. Ja, gibt's, ist natürlich ganz normal. Und auch unterschiedliche Edelsteine. Aber immer gerade. Also 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ich glaube auch 700. Und ja, ich würde mal sagen, wir befreien hier den nächsten Drachen. Und was hat es denn mit diesem Maul auf sich? Argus!
echt cool. Mach das nochmal. Zum Artisan-Boss geht es durch das Maul des Drachen. Aber du bist noch nicht bereit, Spyro. Du musst erst in eines der anderen Artisan-Länder. Okay, das heißt, wir müssen in ein anderes... in eine andere Art gehen, des... der Level hier, damit wir hier das Maul sich öffnet. Das finde ich unfair. Ich bin schon bereit dafür, sagt ja Spyro selber. Ja, geht leider nicht. Aber wir müssen noch ein paar Edelsteine erstmal suchen, Kollege, und noch ein paar Drachen befreien. So. Und hier haben wir den nächsten, dass ich erstmal hier in Ruhe. Erstmal möchte ich die Edelsteine haben. Das wird nämlich das Hauptaugenmerkmal sein, was mir immer fehlen wird. Immer so 1-2 Edelsteine pro Welt. Das ist eigentlich normalerweise Standard. Das ist immer so ein schöner Wirbelsturm. Der bringt mich irgendwo nach oben. Hier war auch irgendwo jetzt Geld, genau. Mit der Dreiecktaste stoppt Spyro seinen Flug. Das ändert sich in Teil 2 und Teil 3, was ich auch noch auf jeden Fall jetzt playen werde. So viel geht fest. Und ja, ich könnte das Spiel ziemlich schnell durchwaschen, weil es jetzt nicht sehr anspruchsvoll ist. Aber genau deswegen Let's Play ist auch, weil es nicht so anspruchsvoll ist. Ja, nein, Spaß beiseite. Spaß beiseite, so. Die drei nehmen wir auch noch mit. Und ich würde sagen, dann befreien wir mal den Drachen hier mit dem Namen Thomas, aber ohne H. Hey Spyro, drück zweimal die Sprungtaste, um zu gleiten. Und hab keine Angst. Angst? Wovor? Davor, von hohen Bergen und dem prähistorischen Gletscher zu stürzen. Ach, davor. Also harmlos. Sehr, sehr harmlos. Ganz harmlos, würde ich mal sagen. So, da oben ist noch eine Karte, da oben ist noch eine Kiste, genau. Die müssen wir natürlich auch noch angeln. So. Souverän. So, die Kisten könnt ihr euch wegrammen. Jetzt gucken wir mal, wie viele Münzen wir haben. Oder Edelsteine. 100 und 4 Drachen. Das bedeutet, ich habe irgendwo mal wieder einen Zweier liegen lassen, was mich echt nicht wundert. Oh, schön, schön gerannt auf dem Boden der Tatsachen. Ach ja, da hinten den Drachen habe ich vergessen. Genau den da hinten habe ich vergessen. Und noch irgendwo ein Zweier habe ich vergessen. So. Delbin gerettet. Wo ist Nasty Nook? Den grill ich. Immer mit der Ruhe, Spyro. Du musst noch viel lernen. Weißt du, wieso dir die Libelle folgt? Ihr Name ist Sparks und sie beschützt dich. Behalt sie im Auge, dann siehst du, was ich meine. Genau, Sparks, die Libelle, ist quasi unsere Lebensanzeige, wenn man das so möchte. So, jetzt finden wir noch ein Zweier hier. Und jetzt, das meine ich damit, jetzt beginnt die Suche danach. Vielleicht noch in diesem Labyrinth, hier würde mich nicht wundern. Ja, genau hier. Damit haben wir das hier abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir gehen in die erste Welt rein, in die erste kleine Welt, und zwar Stonehill. Ich weiß ja, wie viele Oberwelten es hier gibt. 6, 7, 5. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Schon Ewigkeit nicht mehr gespielt. So, wir können mal gleich schauen, was es hier gibt. Hier gibt es 4 Drachen und 200 Juwelen. Also 100 Juwelen mehr als in der Oberworld. Fließend Wasser. Hast du Durst, Spyro? Gegner. Was soll denn das überhaupt sein? Skiere das? Die fackeln wir alle schön ab. Am besten kein Edelstein auslassen. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon öfters erwähnt. So. Ein Brunnen, da können wir reinspringen. Da ist kein Wasser drin. Spyro kann ja nicht schwimmen. Oh, eine Truhe. Nein, den Drachen wollte er. Gut, machen wir den Drachen später. Die Truhe, die ihr gesehen habt, brauchen wir eh einen Schlüssel für. Von daher gehen wir erstmal auf Schlüsseljagd. Da sind natürlich auch wieder Edelsteine drin, die wir sonst nicht bekommen. Die Gegner sind alle schwach hier, alle schwach auf der Brust. Okay, hier haben wir, glaube ich, alle Edelsteine. Gehen wir mal in das erste Teilabschnitt wieder. Und einmal durchrasen, jawohl. Und auch einmal durchrasen, jawohl, ja. Und auch noch einmal durchrasen, jawohl. Also viele Einer und Zweier sammeln wir eigentlich nur in der ersten Overworld hier. Oder in den ersten Welten. Und wir befreien Linda. Wenn du einen Drachen befreist oder eine der Plattformen betrittst, kannst du das Spiel speichern. Das ist nützlich, falls mal Probleme auftreten. Nicht, dass dir sowas passieren würde, Spyro. Was denn für Probleme? Lass wir krepieren? Ich habe doch eh noch 5 Leben, von daher. Was soll denn schon passieren?
Die Libelle speichert allerdings noch unseren letzten aktuellen Speicherpunkt. Also wenn ich jetzt sterbe, komme ich dann genau in der Höhle raus. So, die Höhle haben wir absolviert. Gehen wir mal weiter. Ein Gegner und ein extra Leben ist doch nice damit. Ich habe keine Ahnung, warum das so leckt. Das ist echt merkwürdig. Also es leckt manchmal, nur nicht oft, aber es leckt ein bisschen. Astor. Nachdem du alle Drachen befreit hast, durchquere dieses komische Wirbelsturm-Dings, um in die Artisan-Welt zurückzukehren. Dazu kann ich dir eine Geschichte erzählen. Nein, danke. Tschüss. Ja, die Geschichte wäre, glaube ich, extrem lang geworden, deswegen möchte sie Spyro nicht hören. So, das sind immer unsere Ausgänge quasi, nach jeder Welt. Da hier ein Wirbelsturm ist, denke ich mal, hier unten ist irgendwas, genau. So ist es auch. Ein paar Edelsteine. Irgend so ein kleines Versteck hier. Eine kleine Höhle auch. Was haben wir denn da? Ah, da liegt doch der Schlüssel, den wir ja schon gesucht haben. So. Einmal einsnacken, danke. 119 ist so eine ungerade Zahl gerade. Fehlen nur noch 81 Edelsteine. Und zwei Drachen, glaube ich. Zwei Drachen noch, genau. Dann haben wir das ja auch abgeschlossen. So, hier hatten wir alles. Waren wir hier schon? Nein. Ja, aber noch nicht. Da ist jemand so... Ja, da lacht jemand so dreckig. Der lacht uns aus! Das geht ja mal gar nicht. So. Oh, was wollt ihr denn hier? Taube, der Nächste. Vergiss es. Du brauchst mich gar nicht attackieren. Also die Gegner sind auch noch schwanger auf der Brust hier. Könnten durchaus stärker sein. So, weg mit dir. Okay, da liegt noch ein Edelstein, ganz wichtig hier. Alles versuchen einzusnacken, was es nur geht. Nichts außer Acht lassen. Erstmal die Edelsteine. Dann ist der Drache. Immer ist das Geld, Geld. Ich bin geldgeil. Ist auch wichtig hier. Ne, gilt das? Spyro, mein Freund. Möchtest du was über das Gleiten lernen? Klar doch. Für den längsten Gleitflug drück am höchsten Punkt des Sprungs die X-Taste. Um zu landen, drück im Flug die Dreieck-Taste. Ja, sehr schön. So schlau war ich auch schon. Weil wir müssen jetzt hier rüber gleiten. Da sind wir Edelsteine, die wir dringend brauchen. Habe ich jetzt beide eingesnackt? Ne, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und hier kann man auch sehr, sehr schnell runterfallen. Deswegen vielleicht nicht ganz so schnell speeden. So, hier liegen natürlich auch noch ein paar Edelsteine. Ey, Spark sammelt uns immer noch die Edelsteine ein, wenn wir so dicht dran sind. Also wir müssen jetzt nicht exakt rüberlaufen. Da zum Beispiel, ich habe das gerade gesehen. Immer was Schönes. Also ein Begleiter, der mir die halbe Arbeit abnimmt. Außer den hat er den nicht eingesammelt. Das hier da hinten, das, die blauen, sind Eierdiebe. Die haben hier so Eier gestohlen. Die muss man abfackeln, dann kriegt man das Ei. Und hier gibt es auch 12, 13, 14, 15 Eier. Keine Ahnung, kann ich euch jetzt nicht ganz genau sagen. Ich glaube, das Spiel habe ich, einmal durchgezockt. Macht trotzdem unheimlich viel Spaß. Das muss ich mal kurz gucken. 14 Edelsteine fehlen noch. Die müssten ja eigentlich theoretisch hier oben drauf irgendwo liegen. Und damit beginnen wir die Edelsteinsuche. Ist das nicht schön? Nein, ist es nicht. Das ist das Nervigste. Ein Drachen noch, der fehlt mir auch noch. Und ich ja, der Schlüssel habe ich natürlich auch noch. Oh. Den sollten wir nicht vergessen. Okay, 10, das könnten in der Truhe wirklich drin sein, 10. So, und da ist die Stelle nämlich. Heißt, wir können dann quasi unsere erste Welt schon abschließen. Und ich habe natürlich keinen Timer gestellt, ne? Warum sollte ich auch einen Timer stellen? So, wir benutzen jetzt den Schlüssel. Und das sieht mal nach 10 aus. Ich hoffe einfach mal, und das ist der letzte Drache, den wir jetzt einfach nochmal befreien. Achte auf die Libelle, Spyro. Ihre Farbe zeigt an, wie viel Kraft sie hat. Wenn sie Schmetterlinge isst, bleibt sie stark. Genau wie ich. Ja, klar. Tja, das ist ja schon 8 Drachen haben wir schon. Das heißt, es finden uns nur noch 2, um in die nächste Overworld zu kommen. Aber das ist erstmal sekundär. Machen wir erstmal alle Welten hier. Wir können jede Welt sofort abschließen, weil Spyro kriegt ja keine versteckten Fähigkeiten. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre.
Das ist natürlich ein Vorteil dann. Kurz bestand gucken. Wir haben das Ei, wir haben 200 und wir haben alle Drachen. Das heißt, diese Welt ist abgeschlossen. Das heißt, wir gehen nach Hause. Und ja, man befreit ein Drachen doppelt. Das könnt ihr euch gleich mal notieren für die, die das Let's Play verfolgen. Ein Drachen befreien wir zweimal. Während die anderen wir nur alle einmal befreien. Ja, das fällt auch, Spyro im Spiel auf. Und ihr könnt ihr einfach mal in die Kommentare posten, welchen Drachen, welchen Namen und ja, in welcher Part, mit der Minute vielleicht noch, wir den Drachen schon mal befreit haben. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare posten. Es gibt 12.000 Juwelen, das haben wir ja im Intro erfahren, das stimmt auch.